Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 1. In der letzten Folge haben wir weiter das Gebiet erkundet, die Basis erkundet und haben neue Erkenntnisse erworben über die Supermutanten, ihre Sterilität, über sie selber, die Struktur von den Supermutanten, auch über die Bruderschaft haben wir neue Informationen bekommen, über die Geschichte von denen. Natürlich habe ich auch eine Power-Rüstung endlich bekommen, was ich wollte schon die ganze Zeit. Und jetzt sind wir halt in der dritten Ebene. Ja. Und mal sehen, was es hier noch gibt. Hallo? Das ist mein Zimmer. Geh bitte. Oder speichere euch lieber ab, nicht, dass die mich dann nicht mögen. Wenn ich jetzt mal die Kiste versuche aufzumachen. Super, Stimberg, das würde ich gerne mitnehmen. Das ist schließlich für einen guten Zweck. Nichts. Hier bekomme ich auch komischerweise keine Erfahrungspunkte. Oh, Stimberg. Ja, also. Man sieht, selbst ein Stimpak scheint Gewicht zu haben. Steht zwar nicht da, dass die Dinger ein Gewicht haben, genauso wie Geld. Aber scheinbar haben die Dinger schon Gewicht. Sonst könnte ich ja das Ding mitnehmen. Also weiß ich, wenn ich wieder was nehmen kann und mehr tragen kann, dann gehe ich nochmal hier hin. Ich glaube, dein Quartier ist auf Level 2. Ja, das stimmt. Bei Terry oder Sherry. Sherry, nee, Sherry war es, genau, Sherry. Was machst du hier? Ach, ich guck nur. Ich mache nur Spendkontrolle, was ihr alles drin habt. Die gefährlichen Sachen nehme ich dann natürlich mit. Ich hätte gerne etwas Privatsphäre. Tut mir leid, mein Freund, tut mir leid. Ich gehe ja schon. Den Schrank lasse ich mal offen, wenn du nichts dagegen hast. Denn ich komme wieder und werde dann die Gegenstände mitnehmen. Verlasse bitte mein Zimmer. Wer bist du? Ich bin Mona Sex. Ich bin die Neue. Ich bin ein Neuling mit einer Power-Rüstung. Privatsphäre, Privatsphäre. Ja, hier ist auch ein Stimpak. Eine Handgranate. So, was gibt's hier noch in der Kammer? Da kann man des Schreckens. Ah, du bist also der Neuling. Willkommen an Bord. Was kann ich für dich tun? Free hat mir erzählt, du könntest mir eine neue Waffe zeigen. Ja, die neueste Lasertechnologie. Er nimmt eine kleine Laserpistole vom Tisch und überreicht sie dir. Welchen Schaden kann die bei Personen anrichten? In den Händen eines erfahrenen Kriegers? Können Sie eine Person in zwei Stücke teilen? Der strahlt euch, zerschneidet alles wie Butter. Kann ich die behalten? Diese würde nicht viel nützen. Da fehlen noch Linse und Verstärker. Er nimmt dir die Pistole wieder ab und legt sie zurück auf den Tisch. Wenn du wirklich eine willst, geh und sprich mit Talos oder mit Michael. Wo finde ich die beiden? Bei dem ersten Stock. Talos ist normalerweise im Trainingsraum und Michael arbeitet außen. Vor dem Lagerraum. Ja, die haben wir schon gesehen. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Paul, Entwicklungsleiter der Energiewaffen. Welche Art Energiewaffen? Laser, Plasma, was auch immer. Ich habe sie gebaut oder zumindest wieder zusammengebaut.
Gibt es eine Möglichkeit, eine zu bekommen? Wenn du eine Waffe willst, musst du mit Michael reden. Aber eine Genehmigung dafür kann dir wiederum nur Talos geben. Handeln? Nee. Wo bekomme ich ein paar Waffen? Wenn du eine Waffe willst, musst du zu Michael gehen. Na gut. Was gibt's hier Schönes? Nix. Und nichts. Und hier. Powerrüstungsteile. Du siehst Powerrüstungsteile. Du kannst sie erst benutzen, wenn sie repariert ist. Aha. Diese Teile gehören zu einer Powerrüstung. Ah, ich habe sowieso eine, also von daher. Ich weiß nicht, ob die Powerrüstung besser ist, die da auf dem Tisch liegt, wenn ich die reparieren würde. Oder ob das dieselbe wäre. Keine Ahnung. Aber ich den Begleitern eh keine geben kann, ist das eigentlich Unsinn. Außer ich würde Erfahrungspunkte bekommen dafür. Oder eine Belohnung, weil ich dann eine repariert hätte. Dass sie dann sagen, oh, danke sehr. Du hast eine repariert, du bist unser Held. Ah, du bist das also was? Was? Nichts. Bis jetzt ist bloß noch niemand jemals vom alten Orden zurückgekehrt. Es war schwierig, aber nicht unmöglich. Wenn man Maxens Geschichten hört, könnte man meinen, das ist die 9. Stufe der Hölle. Maxen? General Maxen? Nicht General Maxen, sein Großvater. Rockshaw Maxen. Ich habe gehört, du hast eine Scheibe. Hast du eine Scheibe gebracht, auf der erzählt wird, was mit den Typen geschehen ist, die gegen ihn rebelliert haben, und du bist nach unten gegangen, um die verlorene Technik hochzuholen. Ja, das stimmt. Ich bin Mona Sex. Wer bist du? Man nennt mich Kyle. Ich habe noch nie den Mythos kennengelernt. Was soll denn das heißen? Nichts. Was ist, war dasselbe? Was tust du hier? Ich repariere Zeug, mache Wartungsarbeiten, der ganze Müll eben. Welche Art von Zeug? Powerrüstungen und alles, was gerichtet werden muss. Wie kriege ich eine Powerrüstung in die Finger? Ich würde dir die Rüstung da geben, aber es fehlt der systolische Motivator. Ohne den ist die nutzlos. Wo kriegt man sowas her? Im Vorratsraum liegen mehr als genug davon herum, aber Michael und seine blöden Formulare meinen, dass dieser besondere Anzug nicht den Anforderungen entspricht. Scheiß Bürokraten. Was meinst du, den Anforderungen nicht entspricht? Siehst du das arge Stück da? Ich musste es wieder anlöten und es schaut nicht so schön aus, wie es für die Inspektion nötig ist, nehme ich an. Wenn ich dir einen systolischen Motivator bringe, würdest du sie mir dann reparieren? Bah, warte mal eine Minute, Alter. Das wird ein paar Stunden dauern. Ich kann dir eine Anweisung und meine Werkzeuge leihen, aber reparieren musst du schon selber. Wo außer von Michael kann ich einen herbekommen? Hä? Naja, Rombos hat ein paar. Ich würde ihn aber nicht drum bitten. Nur die Geehrten dürfen die Powerrüstung, was Poweranzüge da tragen. Übrigens glaube ich, dass er eine unnatürliche Neigung zu denen hat. Okay. Naja, wir haben ja schöne Powerrüstung, also von daher. Aber trotzdem werde ich versuchen, das Ding zu reparieren. Es gibt bestimmt Erfahrungspunkte, wenn wir die reparieren können. Vielleicht hätten wir dann zwei, oder die ist dann besser als unsere, keine Ahnung. Vielleicht ist das eine bessere Variante von unserer Powerrüstung. So, na komm.
vierter Stock. Ein riesen Computer. Weiß nicht allzu viel. Sind scheinbar die Bosse. Mal sehen, was es hier drin gibt. Hallo Neuling, du bist also derjenige, der dem alten Orden lebend entkommen ist. Und wer bist du? Ich heiße Mattia. Offiziell bin ich Maxens Assistentin, aber ich achte auch darauf, dass keiner dem alten Mann zu nahe tritt. Alter Mann, ist das nicht ein wenig respektlos? Nein, nein, keineswegs. Er ist in Ordnung. Außerdem würde ich bestimmt nichts Schlechtes über ihn sagen, während er neben mir steht. Also, was tust du als Maxens Assistentin für ihn? Ich mache seinen Papierkram. Er hat nicht die Zeit, sich um sowas zu kümmern. Also, wenn er für einen der Brüder eine Verbesserung der Bewaffnung arrangiert, bearbeite ich das, was anfällt. Okay, danke für die Auskunft. Handeln? Nee. Tut mir leid, ich habe deinen Namen vergessen. Also viele Dialogoptionen habe ich hier nicht eigentlich. Nö. Hallo, General Maxen. Hallo, Freundchen. Cabot hat gesagt, du willst mich sprechen. Ich bin, ich habe gerade viel um die Ohren. Also, ich helfe dir, aber nur, wenn du nicht zu viel laberst. Weißt du, Outsider, die quasseln immer. Bisschen wie ich, hm? Vielleicht kannst du es mir erzählen. Alle scheinen ja nervös zu sein. Ihr bereitet euch offensichtlich auf einen Krieg vor. Aber keiner weiß, gegen wen. Die Händler vom Hub sagten, dass ein paar Caravans Richtung Norden verschwunden sind. Da ist bestimmt eine Armee in den Bergen. Aber ohne Beweis wollen die Eltern nichts tun. Ich habe Beweise, dass diese Armee für das Verschwinden der Karawane verantwortlich ist. Es ist eine Armee von Mutanten. Du bist also zu Recht besorgt. Sie sehen ziemlich bedrohlich aus. Ja, stimmt. Wir haben ja im Hub die Aufgabe abgeschlossen und haben die Holo-CD gefunden, dass wir halt gefunden haben, dass die das gemacht haben. Dann verstehst du das Problem. Zum Überleben brauchen wir einen, der die Außenwelt kennt. Wie du. Ich werde das Gebiet nördlich von hier erkunden und dann berichten, was ich herausfinden kann. Gut. Hast du sonst noch Fragen? Könnte ich vielleicht bessere Waffen haben? Nun, sprich mit meiner Assistentin Mathia darüber. Okay. Okay. Maxen hat eine Verbesserung deiner Bewaffnung autorisiert. Für welche entscheidest du dich? Ein Ripper braucht ist eine Nahkampfwaffe, das weiß ich. Die braucht aber irgend so eine Energiezelle als Munition. Eine Powerfaust. Raketenwerfer. Nee. Scharfschützengewehr haben wir eigentlich. Eine Laserpistole von mir aus. Also gut, bin froh, dich auf unserer Seite zu haben, Neuling. Was ist denn nun schon wieder? Ja, schieß los. Weißt du irgendetwas über die Deathclaw? Oh, nichts als dummes Gerede. Manche sagen, es ist ein großes Monster, andere sagen, es ist ein Vampir. Kann ich dich vielleicht noch was fragen? Ja, schieß los. Wer sind die Elder? Es gibt immer vier. Das ist das Einzige, über das sie sich einig sind. Sie wissen nicht mal, ob sie pinkeln und in welchen Topf sie pinkeln sollen. Ja, schieß los. Was ist das Hauptziel der Bruderschaft? Unser Ziel ist das Überleben. Die Scribes kopieren alte Waffenpläne oder zeichnen neue und die Knights bauen sie dann. Die meisten Waffen sind von uns. Klar. Haben wir, handeln? Nee. Kannst du mir was über die Geschichte der Bruderschaft erzählen? Schau, ich habe jetzt keine Zeit für so lange Geschichten. Da, wir sind alle damit aufgewachsen. Los. Los. Dann raus hier, hab zu tun. Was ist denn nun schon wieder? Dann raus hier!
Na gut. Ja, die Tür geht dann automatisch auch zu. Was natürlich für die Wegfunde nicht so gut ist. Aber ich erkunde mal trotzdem jedes Zimmer. Außerdem, das geht ja eigentlich relativ schnell. Was haben wir denn hier Schönes? Ich kann nichts dazu lernen. Schade. So, das haben wir also erkundet. Gehen wir mal ins nächste Gebiet. Mal zum großen Computer. Na, wer weiß, wo der Hund jetzt eingesperrt ist. So, hier ist aber keiner unterwegs, wie es aussieht. Nur Computer und Maschinen. Aber keine Menschen. Hier ist auch keiner drin, wie es aussieht. Großrechner. Ein großer Supercomputer. Wahrscheinlich der schnellste Computer, den du je gesehen hast. Doch, ich könnte mit dem Gerät irgendwas machen. Schade. Na gut, gehen wir mal zu denen da drüben hin, zu den vier Eltern. Ist ja schließlich älter, das am Maxen. Dann gehen wir zu diesen anderen, ja, oberen Bosse hier. Anführern, Chefs, was auch immer. Ach ja, haben wir eigentlich die Pistole jetzt bekommen, diese Laserpistole. Ja. Laserpistole. Laserpistole vom Typ Wetz 1000. Als Modell für den Zivileinsatz mit niedriger Wattzahl als das Modell für Militär- oder Polizeieinsätze. Mhm. Achso, die haben beide Energiezellen. Achso. Also Energiezellen haben beide. Wobei die Plasmapistole 16 Schuss und die Laserpistole 12 Schuss als Munition haben kann. Schaden 10 bis 22 bei der Laser und 15 bis 35 bei der Plasma. Also die Plasmapistole ist halt wie bei den anderen Teilen stärker. Und man hat hier aber auch seltsamerweise mehr Munition, die ich drin haben kann. Die Reichweite ist aber geringer. 20 gegen 35. Also 35 Reichweite gegen 20. Na gut, die Pistole hat ja eh nicht viel Reichweite, die jetzt sinnvoll ist. Aber ich denke mal, eine Plasma-Pistole wäre wahrscheinlich trotzdem besser. Weil natürlich die Frage ist, wie viel wiegt so ein Ding? 7 Pfund. Stärke 4 mit 7 Pfund. Auch 7 Pfund. Stärke 3. Ja, eigentlich könnte man die behalten. Vom Prinzip. Ein Altar der Bruderschaft. Ihr Symbol wird offen gezeigt. Das sieht nicht schlecht aus. Ich darf hier nicht reden oder irgendwas. Diese große Halle hier. Hallo, Bruder Mona 6. Hallo.
Sei gegrüßt, Neuling. Ich muss mit dir sprechen. Er winkt dich heran. Worüber denn? Es gibt eine dringende Sache, bei der ich deine Hilfe brauche. Es geht um Maxen. Wir sind sicher, dass er durchgedreht ist. Er lallt die ganze Zeit von einer Armee, die sich im Norden sammelt. Ich werde unsere Truppen nicht in vielleicht verstreute Gebiete schicken, solange ich nicht absolut sicher weiß, dass es diese Armee auch wirklich gibt. Ich brauche jemanden, der kein Freund vom Alten ist. Jemanden, der mir ehrlich berichtet. Bist du bereit, das nördliche Gebiet auszukundschaften? Ich mach's. Gut, sprich erst mit Maxen, wenn du nicht schon mit ihm gesprochen hast. Melde dich bei mir, wenn du aus dem Norden zurück bist. Danach entscheiden wir, was wir mit Maxen machen. Drück mir die Daumen. Hast du schon den gesamten Norden abgesucht? Nein. Dachte ich mir auch, du warst nicht lange weg. Jetzt machte ich noch einmal auf den Weg und komme mit einem vollständigen Bericht zurück. Irgendjemand hat ein paar beunruhigende Entdeckungen gemacht, dass so diese Frau Vri oder wie man die ausspricht. Ach, guck mal, die eine Tür bleibt sogar offen hier. Komischerweise steht hier nicht, da ich soll irgendwas suchen. So als Aufgabe. Hier steht auch nicht als Aufgabe, ich soll noch Zimmermann töten oder halt die Regulatoren töten. Manchmal ist das schon ein bisschen komisch. Gut, vernichte den Mutantenanführer, zerstöre die Quelle der Mutanten. Ach ja, das waren die Quartiere gewesen. Das war sie. Na gut, ist eigentlich auch nichts Neues jetzt. Ist er. Gehen wir nochmal auf Ebene 1. Ja, die Begleiter bleiben wirklich hier stehen. Suche nach einem systolischen Motivator. Hast du eine richtige Genehmigung? Kyle hat mich hergeschickt, um dieses Teil zu holen. Kyle, geht's um die alte, schrottreife Powerrüstung? Ja. Du kannst ihm ausrichten, dass er die Genehmigung, die er braucht, nur dann bekommt, wenn er der Einheit zu ihrem ehemaligen Ruhm verhilft. Und zwar nur dann. Wiedersehen. Oh, das hört sich nach einer Aufgabe an. Die Einheit zu alten Ruhm. Ah, wer weiß, was das bedeuten könnte. Ah, die Power-Rüstung ist schon nicht schlecht, dass wir jetzt endlich eine tragen dürfen. Da haben wir eine Kampfrüstung bekommen und die Power-Rüstung und ich bin eigentlich überladen. Ich brauche unbedingt einen Händler, damit ich das alles verkaufen kann. Nein, ich arbeite nur an Energiewaffen. Wenn du Fragen zu einer Power-Rüstung hast, sollst du zu Keil gehen. Aber Kyle hat die Teile nicht,
deshalb suche ich ja noch nach Ihnen. Ich könnte nicht weiterhelfen. Kyle, komm. Nein, ich habe dem gesagt, dass du mich schickst. Und er wollte mir das Teil nicht geben. Ohne Scheiß. Und ich habe geglaubt, du bist clever. Ich habe dir doch gesagt, der Typ hat nichts als Formulare im Hirn. Ich habe versucht, ihn Michael aus dem Kreuz zu leiern. Naja, da muss ich dir recht geben. Aber ich glaube, du hast jetzt deine Chancen verspielt, ihn aus dem Vorratsrahmen zu kriegen. Du musst ihn auf andere Weise finden oder such dir eine Powerrüstung woanders. Wo kann ich einen ausgraben? Romus hat ein paar, ich würde ihn aber nicht. Bla 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 bla. Ja, Romus ist halt dieser Chef von der Bande. Naja, frag nochmal den Typen mit einer anderen Gesprächsoption. Das speichere ich mal hier ab. Motivator. Nein, habe ich noch nicht, aber ich brauche dieses Teil ganz dringend. Wenn du keine Genehmigung hast, kriegst du auch keine Ersatzteile. Komm schon, bitte, ich brauche das Teil wirklich dringend. Okay, hier hast du es, aber erzähl niemanden, dass ich es dir gegeben habe. Oh, wenn Robus erfährt, dass ich das Teil ohne eine richtige Genehmigung herausgegeben habe, reißt er mir den Kopf ab. Danke. Oh. Wir haben das Teil bekommen einfach. Wahrscheinlich, weil wir gut reden können. Na komm, dann haben wir noch eine Powerrüstung, die uns nichts bringt. Aber vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte dadurch. Außerdem, vielleicht ist die andere ja besser. Oder ich ziehe Dogmeat die Powerrüstung an. Als Robohund. Hast du das Teil bekommen? Jo, hier ist es. Super, lass es mich schnell in die Einheit einbauen. Okay, jetzt kann's losgehen. Da, nimm die Anweisung. Wenn du ein bisschen geschickt bist, was zu reparieren, dürftest du keine Schwierigkeiten haben. Viel Glück. Habe ich das Ding jetzt? Ich lerne nichts Neues. Ach, schade. Ich erhalte 500 Erfahrungspunkte für das Reparieren der Powerrüstung. Oh, sie ist so schwer. Ich will sie aber aufheben. Ich will wissen, ob sie was bringt. Hallo? Was ist los? Lass mich allein. Er ignoriert dich. Oder lass mich doch in Ruhe. Speichere ich jetzt eh nicht ab. Ich will einfach nur sehen, ob das Ding besser ist. Die haben es nichts gebogen, komischerweise. Die auch nicht. Geld wiegt doch kein, hat doch kein Gewicht. Und Steampacks auch nicht, eigentlich.
40, 80, 60. Da 40, 50. Ja, ist genau dieselbe. Gut, die Powerrüstung ist also genau dieselbe. Ist also egal, ob ich die oder die genommen hätte. Na, wie gesagt, ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Aber andererseits, ich will die auch nicht in Anführungszeichen hier liegen lassen. Ich würde die gerne hier irgendwie verkaufen, dann gegen andere Dinge. Der Außenwelt will ich die auch nicht geben. Weil das möchte ich auch nicht. Aber zumindest andere Sachen würde ich dann schon gerne verkaufen. Damit ich ein bisschen Gewicht sparen kann und Geld bekomme dafür. Aber sonst werde ich erstmal die Folge beenden an dieser Stelle. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir vielleicht nochmal zu dem Klo gehen, denn wir haben ja jetzt mehr Möglichkeiten, dass wir dann das alles erkunden können da unten. Und dann sehen wir ja weiter. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.